Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Dyson Sphere Program. Das sagt hier leider, wir sind zu nah an einer anderen Logistikstation, also können wir das gar nicht so effizient bauen, wie wir das bauen wollen. Leider. Genau, so wie wir es auch hier haben. So, wir wollen hier Eisenerz. Haben wir Schiffe? Nur noch die hier, okay. Local Demand. Und hier kommt dafür Eisen. Hinein. Input, Output, Input, Output. Hier wieder zurück. Das haben wir 15. Power gleich wieder in die Knie gehen wahrscheinlich, wenn wir das Ding da einschalten. Eisen, Input, Output. Wo kommt das denn hin? Bei allen dreien dann, okay. Naja, dachte ich mir, dass da gleich wieder alles in die Knie geht. Boah, weil wir die Sachen anfangen zu arbeiten. Aber die nächste Eisenproduktion ist am Arbeiten und stellt ihr Eisen zur Verfügung. So viele Akkus hier und das reicht trotzdem nicht.
keine Akkus da sind, Mann. Das ist doch eine Scheiße. Gut, das ist wohl unser nächstes Ziel. Schauen, dass die Akkus laufen. Also die Akku-Nachfüllung. Kann man das vielleicht hier machen? Das ist die Frage, wie viel Energie generieren wir hier bereits? Wir haben hier schließlich auch eine Dyson-Sphäre. Vielleicht können wir hier unterstützen. Auf jeden Fall Energie daraus. Ja, da können wir nicht noch mehr von denen bauen momentan. Ich nehme an, wir haben auch keine Energy Exchanger und wir können auch keine bauen. Toll. Zumindest wird an der Dyson-Sphäre gearbeitet. Die Struktur an sich ist schon fast fertig. Gut. Also. Wir brauchen jede Menge Titan-Alloys. Wir brauchen viel mehr Ray-Receiver. Und Energy-Exchanger. Wir sind hier wieder im Plus. Es wird hier wieder mehr. Deutlich mehr. Gut. Okay, Produktion übersteigt momentan auch die Consumption. Das ist gut. So, wo haben wir hier jetzt das Problem? Oh! Jetzt haben wir auf einmal das Problem mit der Säure. Und ich eigentlich gemeint habe, wir haben eh mehr oder weniger unendlich. Wir kommen genau gerade von dort, wo es herkommt. Okay, wir haben aber hier eh alles. Ja, ich sehe schon, das Problem ist, dass das Ganze nur von Drohnen transportiert wird. Aber gut, wir können ja einfach mit Drohnen nachhelfen. Noch Kupfermangel? Scheinbar.
ist wieder Eisenmangel. Natürlich. So, wenn wir da noch ein paar Patronen reinpacken, das ist sicher auch schneller voran. Wo schicken die Achso, so Titanen, nicht Eisen. Okay. Gut. Terraforming. Jetzt. Die sind aber auch ganz schön lange weg. Ja, da kommen sie wieder zurück, okay. Ja, das tut sich jetzt einiges. Aber dafür haben wir hier hoffentlich jetzt genügend Säure. Welche Säure ist das eigentlich nochmal? Trefelsäure, okay. Hier auch wieder die Produktion läuft. Wir haben keine Kasimir-Kristalle mehr, natürlich. Ja, gerade hier in der Mitte gibt es teilweise schon ein bisschen Wasserstoffprobleme. Mhm, und hier sind wir auch fast empty. Und die fühlen Gott sei Dank nach, aber. Oh, 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 oh. Gut, die Schiffe sind aber noch alle hier, also es sind noch drei Schiffe hier, also wird es passen. Und da kommt auch schon wieder Wasserstoff. Oh ja, sie arbeiten natürlich nicht optimal. Und das ist natürlich schlecht. Viel zu viel Titanglas jetzt, wo die, wow, die meisten hier arbeiten nicht mehr. Gut, wir haben es mit der Kasimir Kristallproduktion halt jetzt auch dezent übertrieben, also mit dem Ausnutzen dieser Produktion. Jetzt ist auch wieder genügend Wasserstoff da scheinbar. Das viel zu sehr strapaziert. Die Frage ist nur, wie schaut es aus mit den Plane-Filtern? Da sind zwar welche drinnen, aber wären die mehr oder weniger? Sie werden weniger. Toll! Okay, wir haben wieder ein nächstes Problem aufgerissen. Wo sind die Kasimir-Kristalle? Gut, da steht auch natürlich nicht, wie viele wir bräuchten. Die jetzt natürlich ausgleicht. Shit. Warten wir hier mal kurz ab. Lassen wir die mal kurz ein bisschen sammeln. Da werden wir auf jeden Fall noch was machen müssen hier. Auch wenn ich nicht weiß was. Das Problem ist, sie fressen dermaßen viel Wasserstoff. Und da sieht man ja, die Schiffe sind hier nonstop unterwegs. Nur für die Wasserstoff, nur zum Wasserstoff holen. Ja,
ein bisschen arg, dass man hier eigentlich nicht einfach mit Elektrolyse Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff spalten kann und damit große Mengen Wasserstoff generieren. Eigentlich ziemlich komisch. Okay, jetzt haben sie, was sie brauchen momentan. Bringen wir die mal wieder an und schauen wir, wie der Verbrauch sich auswirken wird. Das ist sicher viel zu wenig, das Förderband. Ja, wir werden nochmal sowas bauen müssen. Boah, es ist fast kein Wasserstoff mehr da. Shit. Und gerade noch gerettet. Die Schiffe sind alle unterwegs, nur um Wasserstoff zu holen. Oder fast 10 Schiffe sind. Ja, jetzt sind alle 10 unterwegs, um Wasserstoff zu holen. Und trotzdem leer. Wir verbrauchen zu viel. Können wir hier noch eine Station setzen? Ihr holt auch Wasserstoff. Hallo. Da sind eure Schiffe. Bitteschön. Remote Demand. Wir brauchen Wasserstoff. Und die Schiffe machen sich auf den Weg. Manche. Zu wenig Energie, okay. Oh, und wir haben fast keine Förderbänder mehr. Auch das noch. Immer besser. Die Frage, wie viel Wasserstoff produzieren wir im gesamten System? Ich denke mal, wir haben genug Orbitalkollektoren, die das schaffen. Hoffe ich. Die Schiffe sind noch nicht mal wieder da. Aber sie werden bald kommen, hoffe ich. So, dann schließen wir Wasserstoff einmal hier an. Einmal auf der gegenüberliegenden Seite. Hier. Wann immer der hier aussetzt, kann der dann eingreifen, nachhelfen. Sofern die Schiffe irgendwann wieder ankommen. Sag mal, von wo kommen die? Die fliegen ja ewig. Die sind schon wieder da. Ah, da kommen sie. Einer nach dem anderen jetzt. Und sind auch sofort wieder weg.
Naja, ansonsten können wir hier natürlich noch mithelfen. Wenn wir das hier reingeben, damit wir das da wieder rüberfiegen. Unterstützung. Aber die haben auch anderes zu tun hier. Die müssen schließlich auch Eisen holen, Carbon Nanotubes, Gas und so. Die haben noch anderes auch zu tun. Okay, damit läuft das hier wieder. Dann schauen wir mal kurz. Kasimikristall. Sieht man nicht viel. Nur, dass der Verbrauch auf jeden Fall deutlich in die Höhe geht. Aber vielleicht können wir hier was machen. Vielleicht können wir mit denen hier mithelfen. Wenn wir sagen, eins hier hin, eins hier hin. Ich möchte das da oben haben, bitte.